Manuel Char wird positiv auf Doping getestet. Der Kampf gegen Fresso Quendo nächste Woche ist geplatzt. Bleibt dran, gleich nach dem Intro. Hallo liebe Kampfsportfreunde und willkommen bei Fighting Now. Ich war gerade dabei, meine Presseakkreditierung für das Event, für das geplante Event nächste Woche zwischen Manuel Char und Fresso Quendo zu schreiben. Ich wollte gerade abschicken und dann erreicht mich diese Nachricht. Manuel Char wurde positiv auf Doping getestet und damit ist der Kampf geplatzt. Die Quelle ziehe ich aus focusonline.de. Ich lese sie euch einfach mal vor. Großer Boxschock. Manuel Char wurde bei einer Dopingprobe nach Informationen der Bild-Zeitung positiv getestet. Eigentlich wollte der Weltmeister am kommenden Samstag seinen WBA-Titel gegen den Amerikaner Fresso Quendo verteidigen. Doch dieser Kampf ist jetzt geplatzt. Denn eine Urinprobe aus dem Training vom 31. August ist positiv. Bei Char wurden die anabolen Steroide Epitrenbolon und Drostanolon gefunden. Dann geht es im Artikel weiter. Das ist Hardcore-Doping. Doping-Experte Fritz Sörgel erklärt, das sind beides Anabolika, das ist absolutes Hardcore-Doping. Bei Boxern steht dabei die Steigerung der Muskelkraft im Vordergrund. Der 33-Jährige selbst weiß jegliche Vorwürfe von sich. Ich komme gerade vom Training, ich bin total geschockt, ich habe noch nie etwas genommen. So, das war der Artikel und das Statement danach von Manuel Char. Manuel Char, unser Management, haben das Event über eine Pressemitteilung offiziell abgesagt. Also das sollte ursprünglich am 29. stattfinden, also nächste Woche Samstag in der Lanxess Arena in Köln. Daraus wird jetzt nichts mehr. Bislang ist noch unklar, was mit dem regulären WBA-Titel passieren wird. Wird er niedergelegt? Wer wird um ihn boxen? Das sind Fragen, die in der Zukunft noch geklärt werden müssen. Und für Fresso Quendo ist es ein riesengroßes Pech und ich erkläre euch mal ganz genau warum. Fresso Quendo sollte im Jahr 2017 schon um diesen besagten regulären WBA-Titel gegen Shannon Briggs boxen. Shannon Briggs ist damals ebenfalls durch den Dopingtest gefallen und deshalb ist der Kampf geplatzt. So, dann wartet er nochmal ein Jahr und jetzt hat er wieder die Chance, um diesen Titel zu boxen gegen Manuel Char und Manuel Char fällt durch den Dopingtest. Und auch wenn ich mir nicht erklären kann, wie ein derart inaktiver Boxer wie Fresso Quendo immer wieder die Chance bekommt, um diesen Titel zu boxen, muss ich sagen, tut er mir in diesem Fall auf jeden Fall leid. Das war's von mir. Was hält ihr von diesem Vorfall? Schreibt's mir in die Kommentare. Vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss.